Auf geht's zur nächsten Technik. Und zwar, Admira, Oliver, wir zeigen euch heute einmal den Drehkick zum Kopf. Drehkick haben wir schon mal gezeigt. Zwar war er letztes Mal zum Bauch, diesmal kommt er zum Kopf gezogen. Und genau das zeige ich euch heute quasi an dieser Pratze. Drehkick könnt ihr entweder mit der Fußfläche machen dagegen oder mit der Ferse. Sieht folgendermaßen aus, wieder nochmal aus der Kampfstellung hier raus gesehen. Ich kann es nochmal so erklären, wie für die Anfänger auch. Fußspitze, Fußferse nach vorne drehen, Sichtkontakt herstellen und jetzt kommt aber kein Sidekick, genauerlich, sondern jetzt kommt der Hookkick. Und den Hookkick haben wir ja auch schon erklärt. Das heißt hier, wie ein Sidekick vorbei und dann quasi mit der Ferse kommt das in das Ziel rein. So, also nochmal für die langsame Version, für Einsteiger. Ferse drehen, Sichtkontakt, Sidekick vorbeisetzen und dann kommt der Hookkick oben rein. Mit der Ferse kann ich die Vitalpunkte besser quasi zusammenquetschen und weghauen. Wenn ich die Fußfläche nehmen würde, bekomme ich mehr Distanz. Also wenn ich nicht wirklich richtig dran komme, strecke ich den Fuß, um eine Art Backpfeife zu setzen. Oder wenn ich schön dicht dran bin, haue ich auch weg. Also nochmal. Diesmal wieder für die Fortgeschrittenen. Ferse drehen und Oberkörper drehen. Alles in einem. Beides löst sich. Drehen. Okay. Nochmal, je schneller man den macht, desto einfacher ist der Kick auch, kommt man nicht so stark ins Ungleichgewicht. Und wieder ab. Und wieder ab. Und wieder ab. Oder mit der Fußfläche, dann klatscht er eben auch schön, das ist wie eine Backpfeife. Und ab. Und ab. Und ab. Wahnsinn. Schön, wenn dieser Kick trifft im Kampf, darf man sich freuen. Ne? Aber man braucht natürlich auch Dehnung. Dehnung hat die Admira ohne Ende. Das zeigt sie euch quasi, wie man da ein bisschen aufbauen kann, damit man auch diesen Dreck hier hinbekommt später. Ohne Ende Dehnung würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen. Okay? Nur nicht im Spagat, nein. Wie der Olli gesagt hat, braucht ihr relativ viel Dehnung, vor allem hier in den Innenschenkeln. Ja? Dazu beginnen wir ganz langsam mit dem Spagat. Ihr schaut einfach, wie weit ihr kommt und wenn ihr am tiefsten Punkt seid, ja, könnt ihr euch einfach mit den Händen abstützen, ja, unabhängig davon, sie wie weit keine ihr runterkommt. Nein. Also kann ich jetzt mal bitte hier meine Moderation machen? So, wenn ihr dann unten seid und merkt, es zieht, es wird unangenehm, dass die Dehnung jetzt eintritt, dann könnt ihr euch unten auf den Ellbogen abstützen und einfach ein wenig, 30 Sekunden, 40 Sekunden, eine Minute verweilen, ja. Ihr könnt dann auch, wenn ihr merkt, ne, ihr wollt gerne noch ein bisschen mehr, auf die Fersen runter und noch tiefer runter in die Dehnung rein, so wie ihr eben selbst möchtet. Genau, das ist eigentlich auch ganz gut, weil das Knie eigentlich jetzt nach unten geöffnet ist. Und würde sie, sagen wir mal, die Fußspitze nach vorne bringen oder wenn ihr das auch so macht, dann habt ihr hier die Seitenbänder gedehnt, die sollen eigentlich stabil bleiben. Wichtig wäre, wie gesagt, die Fußspitze nach oben, Knie nach unten. Genau, und dann könnt ihr auch ganz locker absetzen hinten, ja, wenn ihr tief genug seid. Und um die Dehnung noch ein bisschen zu erhöhen, könnt ihr zum linken Bein runtergehen, zum rechten Bein runtergehen oder einfach zur Mitte runter. Ihr versucht einfach mit den Händen so weit wie möglich nach vorne zu kommen und wenn ihr nicht mehr weiter könnt, die Ellenbogen zum Boden zu führen und wieder lösen und wieder tiefer runter. Da stärkt ihr natürlich in einer nochmal von hinten, gerade da, wo jetzt auch der Buckel sich quasi dann bildet, ne, da nochmal drauf drückt und dann nochmal quasi die Dehnung quasi intensiviert. Wenn man vorne in der Dehnung ist, sollte man allerdings auch ungefähr so, ich sag mal, 10 Sekunden drin bleiben. Ne? Bevor man wechselt zum linken Bein oder dann später auf die andere Seite. So. Ja. So, einmal hoch. Dankeschön, Chef. So, viel zur Dehnung. Natürlich, das mit der Dehnung ist immer so eine Sache, die sollte man am Schluss intensiv nach jedem Training durchführen und vor dem Training nur so ein bisschen, nicht zu viel, weil sonst der Muskeltonus einfach weggeht und die Kraft auch verschwunden ist. Und die Kickboxer brauchen ja viel Kraft in den Beinen, und, aber auch Dehnung. Ja, wir auch Dehnung. So, nächste Technik, nächstes Glück seht ihr in unserer nächsten Anmodulation, in unserem nächsten Video. Und bis dahin, wie gesagt, den Channel oben nochmal aktivieren zu Hause und wieder mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.